Vor der Hauptgruppe könnte es einige Versprengte geben. Nichts, womit wir nicht fertig würden. Der Hinterhalt ist ganz in der Nähe, Hawk. Haltet euch bereit! Da sind unsere Ziele! Einfache Banditen waren sie gut ausgerüstet. Egal, sie sind tot und die Straße ist sicher. Informieren wir Hauptmann Jevon. Kehren wir zur Kaserne zurück, um eure Belohnung zu holen. Passt auf, wo ihr hin... Haltet. Das war's schon. Viel Glück beim Reinkommen. Ich warte schon den ganzen Tag. In der Kaserne ist nicht viel Platz, aber es gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre. Das ist Jevons Amtsstube. Wartet bitte, während ich ihm Bericht erstatte.
Ich weiß ja nicht, wie es da läuft, wo ihr herkommt, Gardisten, aber hier entscheide ich über die Patrouillen, nicht ihr und eure Launen. Ihr mögt euch ja in eurem ersten Jahr zum Leutnant hochgedient haben, aber ich dulde unter meinem Kommando keine Wichtigtour. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Meldet euch auf eurem Posten, bevor ich euch und eure feralische Helfershelferin festnehmen lasse. Was für ein reizender Zeitgenosse. Ich muss ihn ja nicht mögen, aber er sollte mir zumindest zuhören. Die Banditen sind tot. Das ist das Einzige, was zählen sollte. Das ist nicht das erste Mal, dass ich mich frage, was mit ihm los ist. Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht. Nun, dann lasst uns mal herausfinden, wen ihr da auf die Füße getreten seid. Dann sollten wir uns die Dienstpläne ansehen und feststellen, wer auf dieser Route patrouillieren sollte. In was bin ich da nur hineingeraten? Meine Freunde zu bedrohen. Das lasse ich euch nicht durchgehen, Hauptmann. Aveline! Ich danke euch, dass ihr diesen Hinterhalt zerschlagen habt. Das hätte wirklich übel für mich ausgehen können. Das war eure Route, Brennan. Ja, und ich wäre allein auf Patrouille gewesen. Das hätte ich nicht überlebt. An eurer Route war also nichts Ungewöhnliches? Sie war seit Wochen sicher. Ungewöhnlich ist das alles erst geworden, nachdem wir von euch und Aveline gehört haben. Als der Hauptmann gehört hat, was ihr getan habt, hat er mich neu eingeteilt und ich habe die Tasche an Donnick weitergegeben. Für seine Patrouille heute Nacht. Die Tasche? Soldlisten und Befehle. Der Hauptmann lässt uns auf den ruhigeren Patrouillen Lieferungen zu den Vorposten machen. Normalerweise sind es nur aktualisierte Abschriften der Dienstpläne. Die Tasche für jene Nacht war allerdings ziemlich schwer. Nun ja, nochmals danke, Aveline. Ihr seid in Ordnung. Die Tasche ist also am selben Tag besonders schwer, an dem wir einen Hinterhalt entdecken. Ich wette, es gibt eine absolut vernünftige Lüge, die erklärt, warum euer Hauptmann das so handhabt. Und ich bin gerne bereit, sie mir anzuhören. Aber nicht, solange eine Wache kurz davor ist, in eine Falle zu laufen. Brennan hat von Donnick gesprochen. Ein guter Mann. Donnick. Donnick, da ist seine Route. Ein nächtlicher Rundgang in der Unterstadt. Sorgen wir dafür, dass eine Patrouille auch wirklich so ruhig bleibt, wie sie sein sollte. Wie lange muss ich denn noch warten? Wir dürfen keine Zeit verschwenden, Hawk. Gardist Donnick. Yeah.
war gute Arbeit. Solltet ihr uns übrigens von weiteren derartigen Gruppen befreien, findet ihr mich im gehängten Mann. Ich erwarte euch mit hübschem Spielzeug als Belohnung. Mit den besten Empfehlungen einiger interessierter Freunde. Warum begegne ich eigentlich nie irgendwelchen normalen Leuten?